Hi, willkommen zum kleinen Telemist-Video und kein Tutorial. Wie ich in den letzten Tutorials in der Unreal Engine schon gesagt habe, ich habe gerade momentan tierische Probleme, was das Aufnehmen von diesen Tutorials geht. Sobald ich Unreal oder Unity öffne mit OBS im Laufen, am Aufnehmen, habe ich einen kompletten Frame-Map-Drop. Also teilweise kann ich 2 Minuten aufnehmen, dann habe ich keine Frames mehr. Die Audio funktioniert, aber ich kriege keine Bilder. Wie man jetzt in dem Wassertutorial gesehen hat, habe ich am Ende gesagt, ich habe jetzt so die Schnauze voll. Es ist ja im Prinzip das gleiche wie für den Ozean, das Wasser und so weiter, nur dass halt kein Wasser nach, also kein Loch nach unten fürs Wasser kommt, sondern Insel nach oben kommt. Da habe ich gesagt, okay, ich lasse die Audio drinne und das funktioniert schon irgendwie. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich an diesem Video gesessen habe und immer wieder neu aufgenommen habe, immer wieder Stück für Stück, immer eine Minute oder zwei aufgenommen habe und das irgendwie aneinander gepiddelt hat. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und das ist ja auch von der. Man sieht es auch in einem Schnitt, es ist ein Schnitt nach dem nächsten, weil ich teilweise wirklich immer 2 Minuten Schnitte hatte. Und dann muss ich das irgendwie halbwegs zusammenschneiden, dass das auch vernünftig wird, dass das auch sinnvoll ist. Ist nicht so einfach. Deswegen, eventuell wird es jetzt weniger Tutorials geben, dafür mehr sowas. Ich glaube, hoffentlich seid ihr mir nicht böse. Ich werde es versuchen, dass ich das irgendwie lösen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Ich habe Computer neu aufgesetzt, also ich habe Festplatte gereinigt und solche. Ja, ich habe da mal durchgewischt, einmal durchgeputzt mit dem Staubsauger oder so. Also, wie gesagt, ich habe jede Menge Programme gelöscht, gehofft, dass ich einfach mehr Speicherplatz habe, dass das funktioniert. Ich habe dann den Computer formatiert, einmal sanft formatiert und einmal komplett alles runtergemacht habe. Es hat nicht wirklich funktioniert. Es hat es minimal besser gemacht, aber es auch nicht wirklich so großartig. Das war der Unterschied zwischen dem Wasser-Tutorial und dem Displacements-Tutorial. Selbst aber bei Displacements, wo ich gesagt habe, okay, ich mache den Charakter gar nicht mehr rein. Ich habe nur Unreal laufen und OBS laufen. Ich hatte alles andere aus nach dem Formatieren. Selbst da habe ich teilweise einfach keine Frames gekriegt, was jetzt bei dem Video nicht ganz so schlimm war, da ich einfach vieles mit Stillframes mogeln konnte. Und nur das, wo man halt wirklich Bewegungen gesehen habe, habe ich dann halt zigmal aufgenommen, bis ich einfach die Bewegung hatte, passend flüssig, die ich gebraucht habe. Aber ich denke, auch das hat man gemerkt. Und das war halt dann einfach, anstatt ich da für 2-3 Stunden aufnehme, mit Aufnehmen, Schneiden und allem, habe ich da einen ganzen Tag oder sogar 2 dran gesessen, bis ich diese ganzen Puzzleteile irgendwie zusammen hatte. Was halt, ja, nicht so effektiv war, sagen wir das mal so. Eventuell wird es halt dadurch jetzt ein paar weniger Tutorials geben. Ich suche eine Lösung. Eventuell, ich habe noch einen Laptop. Vielleicht ist der besser? Ich weiß es nicht. Den muss ich aber halt auch mal auch auf die Reihe machen. Da ist halt jede Menge Blödsinn drauf. Und ja, vielleicht klappt das ja. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich hoffe ja, dass irgendwas funktioniert. Lustigerweise, ich hatte jetzt die letzte Woche gestreamt und da hatte ich keine Probleme von wegen Frame-Rate-Drop. Vielleicht sollte ich einfach auch in Streams Tutorials machen. Was halt komplett wahnsinnig wird. Ihr müsst, glaube ich, nicht wissen, wie ich die Tutorials mache, weil ich verliere oft den Faden, wie es halt doch so öfters ist. Der eine oder andere, der mich kennt oder der halt öfters ins Stream dabei war, dass ich halt gerne mal den Faden verliere. Keine Ahnung, wo ich war und der von vorne anfange. Genauso ist das für die Tutorials. Ich sag irgendwas, verliere den Faden, bastel das im Schnitt so zusammen, dass das ein zusammenhangender Gedanke ist. Selten ist er das auch komplett fürs Video, auch wenn ich ein Skript habe, wo ich dann halt einteile das und das und das jetzt als nächstes. Ja, komplett konfus und Wahnsinn. Und im Schnitt passe ich das irgendwie alles zusammen. Wäre vielleicht aber auch ganz lustig. Mal gucken. Mal schauen. Wie gesagt, das hat aber funktioniert. Stream hatte lustigerweise funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Einstellungen falsch gemacht habe. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Tutorials gesehen für OBS aufnehmen. Ich habe auch andere Programme ausprobiert, die halt für mich noch schlechter funktioniert haben, die ich halt einfach nicht verstanden habe oder die einfach halt von der Qualität halt noch beschissener waren, wo ich dann entweder eine komplett verkorkste Audio habe oder ich dann wieder die Pixel zählen konnte. Ja, ist irgendwie noch nicht die optimale Lösung gefunden. Falls euch was einfällt, was der Fehler sein könnte oder sich einer da ein bisschen mit OBS-Aufnahmen auskennt, also nicht mit Stream, sondern jetzt nur mit den Aufnahmen. Stream funktioniert meistens, wenn ich nicht die Audio verkacke, aber ich glaube, das liegt eher an mir und nicht an dem Programm. Dass ich halt irgendwo eine Audio einstelle, umstelle und dann vergesse, dass ich das umgestellt habe. Zumal, wenn ich die Kopfhörer anschließe, eh immer wieder alles für die Füße ist. Ist auch wieder immer lustig in Discord, dass halt einfach auch meine Kopfhörer nicht erkannt werden. Der will jedes Mal mein Mikrofon nehmen. Ich weiß nicht warum. Mit so einem Mikrofon kann man super hören, das funktioniert im 1A. Ja, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, eventuell wird es jetzt halt mehr solche Videos geben, weil A, es funktioniert und B, habe ich dann halt auch was zu tun. Es macht mir Spaß und wer klopft da draußen? Keine Ahnung, was jetzt. Hat man das gehört? Egal, das bleibt jetzt drin. Ich habe mich tierisch erschrocken. Jemand klopft draußen an das Fenster. Oder halt an die Wand. Ich wohne im ersten Stock. Ans Fenster wird schwierig, wenn er nicht irgendwas wirft.
Würde mich aber auch nicht wundern hier an der Straßenseite. Ich habe hier eine Hausseite, die ist zur Hauptstraße hin. Da ist halt der ein oder andere, gerade zur nächtlichen Stunde, der aus einer, ja, nicht Kneipe ist das falsche Wort, Diskotheke trifft es eher, kommt, die dann am ganzen so nüchtern sind und dann doch mal komische Sachen machen. Letztes auch einer einfach auf die Straße gerannt und wurde beinahe vom Auto überfahren. Der war wahrscheinlich auch nicht ganz so nüchtern. Ich habe mich auch tierisch erschrocken. Da war ich gerade mit dem Hund draußen. Auf einmal höre ich Schreien, Quietschen, Hupen. Und steht einer auf der Straße, ein Auto vor ihm. Und ja, stand halt da wie so ein Cartoon. So, was jetzt passiert? So komplett random. Ja, Sachen passieren. Ja, wie gesagt, kommen wir einfach mal zu dem, was ich da hinten bastle. Das ist jetzt schon eine Weile am Laufen. Ich bin hier am Labern und ja, vielleicht will der eine oder andere wissen, was ich da hinten eigentlich zusammenbastle. Ja, das ist ein SCP. Vielleicht kennt der eine oder andere sich da aus. Es ist SCP-999. Doch, es waren 39. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin immer 999 oder 9999. Also, das ist 999 oder 9000. Ich glaube 999. Ich vergesse immer die Zahlen. Das ist immer schlimm. Ich vergesse immer, weil den SCPs sind die Zahlen ja so wichtig, weil meistens werden die Zahlen ja gesagt, nicht der Name von dem, zumal ist auch mal schwierig in verschiedenen Sprachen. Heißen die ja unter anderem schon anders? Teilweise gibt es auch in verschiedenen Ländern verschiedene SCPs. Das ist immer ein bisschen durcheinander. Aber ich, ein sehr, sehr interessantes Thema finde ich. Also generell die Creepypastas oder auch gut, jetzt SCPs kann man ja als Creepypastas nennen. Eine Creepypasta ist im Doofen einfach nur eine Gruselgeschichte aus dem Internet. Wenn man es ganz doof runterbricht, finde ich sehr, sehr interessant. Habe ich auch sehr, sehr viele Geschichten gelesen, gehört. Und ja, ich habe gesagt, so ein kleines SCP-999 wäre eigentlich voll niedlich. Und ja, könnte man auch mal modellieren. Ist eine coole Übung, weil es auch wieder was Organisches ist. Sowas, was ich halt weniger gut modellieren kann. Ich nutze ja für die Charaktere, die ich ja selber erstelle und mache, ja meistens eine Basis aus Viva Studio. Die habe ich gerickt. Muss ich das nicht machen? Da ist grobes Raidpaint drauf. Muss ich nicht machen. Alles das, was ich nicht mag, muss ich nicht machen. Und ich habe halt diese organische Form, in der ich halt noch nicht gut bin. Das wird noch. Ich übe ja fleißig, wie man jetzt sieht. Ich habe jetzt halt dieses SCP gemacht, was halt doch so eine organische Form hat. Und keine halt, ja, Hard Surface. Ich bevorzuge halt Hard Surface. Da verstehe ich die Logik hinter besser, wie jetzt so organische Sachen. Da weiß ich nie, wie ich sie modellieren muss, damit auch die, ja, der Pixel-Flow funktioniert. Nee, wie heißt das? Wie nennt sich wieder? Die Topologie. So, ich habe das Wort gefunden. Ich habe meine Wörter verloren. Ja, und ja, wie gesagt, das war eine kleine Übung. Fand ich ganz lustig. Und das Schöne ist, ich habe das kleine Tierchen so aufgesetzt. Ich nenne es jetzt einfach Tierchen, ich sage mal so ein Schleimklumpen. Ich habe das kleine SCP so aufgesetzt, dass man das tatsächlich auch mit Easy-Face-Charakteren halt nutzen kann. Und das Ganze kriegt man tatsächlich auch über Boof. Das ist ein, ja, eine Webseite, wo man halt verschiedene Dienste anbieten kann oder verschiedene Sachen anbieten kann, die primär japanisch ist, aber die wird halt von vielen Nutzern genutzt, die halt diese VTuber-Sache machen, die ist sehr, sehr praktisch. Ist, wenn man einmal durchgeblickt hat, sehr, sehr einfach zu bedienen, eine sehr entspannte Seite. Da habe ich ihn jetzt halt drauf gemacht, einmal normal mit Rick, also einmal normal ihn als Form mit dem Mesh. Mit Textur und Rig, dass man halt ihn animieren kann, wenn man er möchte. Und eine Version, die schon animiert ist, die so eine Standard-Animation hat, die ich halt selber gemacht habe. Ja, die so, ja, mehr schlecht als recht ist. Aber sie funktioniert, sie bewegt sich. Kann man jetzt über Boost kaufen, wenn es einen interessiert. Ich habe das unten in der Beschreibung drin. Da ist mein Shop drin. Wenn einer Lust hat, da mal zu gucken, kann er da gucken, kann auch Sachen kaufen. Ich werde mal gucken, dass ich da ein paar mehr Sachen mache. Halt Sachen hauptsächlich für VTubing, dass ich verschiedene Kostüme mache und so weiter und so fort. Ja, einfach für mich zur Übung. Dass ich habe auch Spaß daran und ja, irgendwas muss man ja tun. Momentan wird sich auch einiges ändern. Ich habe ja ein paar Projekte am Laufen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon erzählen soll. Ich sage mal ein kleines Geheimnis. Ich arbeite gerade mit einer Freundin an einem Spiel. Da sind wir so. Ja, die grobe Basis steht, das haben wir jetzt, fehlen die Details, die Kleinigkeiten müssen das alles zusammenpuzzeln und dann, ja, vielleicht, ich weiß halt nicht, wie viel ich darüber erzähle, da habe ich gar nicht abgesprochen, aber wie gesagt, vielleicht gibt es dann demnächst mal was zu hören, gibt es ein kleines Spiel. Es ist jetzt nichts Großes, eine kleine Demo. Ja, vielleicht gibt es da, wie gesagt, demnächst ein paar mehr Infos. Ich muss das erstmal absprechen, ob ich da einfach was erzählen darf. Aber ich glaube, erzählen, dass ich da was bastel, ist ganz cool. Und was ich jetzt sehr, sehr faszinierend finde, da werde ich mich vielleicht die Tage jetzt mal dran setzen, vielleicht sogar in Streams, wenn es funktioniert ist. Da jetzt die Unreal Engine 5 draußen ist, habe ich geguckt, ob Twitchworks auch abgedatet wurde. Und ja, es wurde abgedatet. Es funktioniert jetzt angeblich für die Unreal Engine 5. Ich habe was Grobes zusammengebastelt. Man kann schon Würfel spawnen. Dass ich wieder, wie ich das schon mal gemacht habe, eine kleine Szene mache.
die man halt im Twitch bei Just Chatting oder so hat haben kann, mit der man halt im Chat interagieren kann, dass man verschiedene Sachen machen kann. Dass ich das jetzt für die Unreal Engine 5 aufbaue. Meine Version für die 4. Was war das? 4.27 war das, glaube ich, oder 4.26. Für die Unreal Engine funktioniert hier leider nicht mehr. Da habe ich, ja, es ist etwas übertrieben und es läuft auf meinem Computer nicht mehr. Ich habe auch aus Versehen die, ja, ich habe Plugins runtergeladen, die ich nicht runterladen sollte und habe die komplette Sinne vernichtet. Ich müsste sie komplett von vorne aufbauen, aber habe ich mir jetzt gedacht, okay, jetzt gibt es ja für Unreal Engine 5, ich baue eine neue Szene auf. Vielleicht ein bisschen anders, dass ich mir so ein kleines Level aufstelle, die ich halt, also das war jetzt so mein Plan. Ich will mir so ein kleines Level bauen, so eine kleine Ebene, wo ich halt mich als eigenen Charaktere drin habe. Auch wenn ich mich momentan noch nicht selber tracken kann, mir fehlt halt die passende Technologie dafür. Sprich, ich bräuchte ein iPhone, damit ich halt Live-Link nutzen kann. Ich habe noch keine Alternative gefunden, dass das funktioniert, über das Webcam-Tracking. Es gibt eine Version für Webcam-Tracking, aber die kostet monatlich 50 Euro. Und die bin ich nicht willens auszugeben. Oder halt, selbst wenn ich es zahlen könnte, hätte ich einfach, ich sehe es nicht ein, dass ich 50 Euro, das ist mir momentan zu viel Geld. Eventuell komme ich ja, ich muss meinen Handyvertrag wechseln. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit, dass ich da doch ein iPhone mithole, das halt diese Tiefenwahrnehmung hat. Dann könnte ich dann halt Live-Link nutzen und den Computer, ja. Oder den Charakter, also mich jetzt im Spiel tracken, das wäre schon lustig. Wenn nicht, ist er halt erstmal als Third-Person-Charakter dann da drinne. Ich werde gucken, ob ich Lucy mit reinhole und noch ein paar andere Charaktere, die dann einfach in der Welt ein bisschen drin rumlaufen, ein bisschen durch die Gegend watscheln oder irgendwas tun, mit dem man vielleicht interagieren kann, dass sie irgendwelche Aktionen machen. Dass man vielleicht sagen kann, okay, mit einem bestimmten Kommando bringe ich jetzt halt Lucy zum Tanzen, dann sitzt sie da, okay, sie sitzt und tanzt, ja genau, das funktioniert das, man sitzt und tanzt. Dass sie halt einfach da dann steht und tanzt oder irgendwie so Geschichten macht oder halt irgendwelche Sachen gespawnt werden, irgendjemand durchs Bild rennt, irgendwelche Partikeleffekte, Geräusche oder sonstige Geschichten. Dass man diese Sound-Alerts quasi in Unreal Engine mit Partikeleffekten noch zusammen verbindet, keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung, halt so eine kleine Welt für mich basteln. Das fände ich viel, viel lustiger. Also fände ich schon sehr nice. Es hat ja mit der Welt zum Kämpfen nicht so funktioniert. Ja. Ich muss viel, viel mehr für Blueprints lernen, dass das auch wirklich flüssig funktioniert. Die Viecher konnte ich angreifen, sie konnten mich nicht angreifen und so weiter. Der eine oder andere, der das ja verfolgt hat, weiß das ja. Und dann habe ich halt dummerweise angefangen, Plugins runterzuladen von Drittanbietern. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ja, und hat mir die komplette Szene dann halt zerstört. Ich konnte das nicht mehr packen. Es ist irgendwie überall Fehler aufgetaucht und habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, habe alles gelöscht. Also Ragequit, einfach alles löschen. Warum auch nicht? Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich doch schon ein gutes Stück erzählt, so einfach, was mir auf der Seele liegt. Eventuell wird es solche Videos öfter geben, weil ich finde die eigentlich ganz entspannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es tut mir ganz gut, einfach mal so über Gott und die Welt zu quatschen, wie es mir so geht. Was ist so passiert, egal. Ja, dann danke, dass ihr soweit hierher gehört habt. Und eventuell sehen wir uns ja im nächsten Video. Vielleicht auch nicht. Dürft ihr entscheiden, ihr müsst ja draufklicken, ich kann euch ja nicht zwingen. Dann auf Wiedersehen.